So, eigentlich denke mal jetzt, wir machen mal ein kleines Selbstgespräch über das Ei. Ja. Und du wirst dich wundern, wo das hinführt, wenn man das mit der Vordersprache anschaut. Wohlgemerkt immer daran denken, dass das im Hintergrund ein Riesenkomplex ist, dass das, was ich erzähle, letztendlich nur für den ist, der mich jetzt sprechen hört, nie für irgendeinen Gedanken. Wenn wir mal zwei Sachen, ich sage, ich erkläre dir, was du bist, dass du hundertprozentig sicher bist, etwas, was nicht existieren kann. Und dann erkläre ich dir ganz grob, wie du funktionierst, weil ich erzähle dir ja etwas, das baut einmal auf Zahlen auf und auf Sprache auf. Und ich würde mal einen kleinen Exkurs, wir machen bloß einmal einen kleinen Ausflug in das Wort Ei. Wir sagen ja, wir sprechen ganz einfach Ei und dazu übertrage ich jetzt einmal den Bildschirm. Dann springen wir hier mal rein. Und das Erste, was wir jetzt machen, dass wir uns hier die Möglichkeiten ansehen, einmal ganz grob, wie kann ich auf Hebräisch Ei schreiben? Das Erste ist also AI, so wie man es spricht. Und da muss ich nicht so genauer drauf eingehen. Dieses Ei auf Hebräisch ist zuerst einmal eine Verneinung, ein Verneinungspartikel, nicht un. Dann ist es auch im Denach, in der hebräischen Originalbibel, ich drücke mich einmal so aus, wird es auch an manchen Stellen mit wo übersetzt und dann heißt es auch Insel. Die Ayin zum Beispiel, hier wenn von zwei Inseln gesprochen wird, es kommt vor, dann sind es praktisch zwei Ei, die Im-Endung. Darum ist eigentlich hier jetzt das Wo rot geschrieben. Wir wissen, es ist der Schöpfergott. Wo ist eigentlich der Schöpfergott oder was ist er? Der ist eigentlich nichts. Da habe ich jetzt die Insel, das heißt das göttliche Sein, dann die Raumzeit zwischen unseren, das symbolisiert unsere Tetraederspiegelstruktur und das ist Gott. Das göttliche Sein ist Gott und in dem schwingt praktisch die Raumzeit innerhalb unserer Spiegelstruktur. Ich kann natürlich auch das S rot machen, dann heißt es, das göttliche Sein ist das Bewusstsein Gottes. Und das ist da, wo es keine Dimensionen gibt, weil da mit rotem Licht gearbeitet wird, also nicht mit ausgedachtem blauen Licht. Denk an, es ist rotes Licht und es ist Licht, blaues Licht. Darum ist zum Beispiel das deutsche Wort für All, das All, wenn wir das All nennen, das Universum, das schreibt sich der Schöpfer, sind zwei Lichter dran. Es ist Licht und es ist Licht. Das ist erst einmal die Lampe im Projektor und dann die Lichter auf der Leinwand, die eigentlich gar keine Lichter sind im Kino. Das ist einmal die eine Möglichkeit von Ei. Die zweite Möglichkeit, dass wir jetzt nur das einmal fokalisieren, die zweite Möglichkeit von Ei wäre, wir schreiben das mit einer 70. Sicher. Dann ist es hier, spricht man auch Ei aus, dann ist es hier eine Ruinenstätte, ein Trümmerhaufen. Und da wird schon interessant, wenn wir das wieder hebraisieren. Die Erwaff heißt seine Reihe, besteht immer aus 2 mm, die erweckt werden. Diese 2 mm, Wellenberg und Wellendal, wenn die um sich rumkreisen, das ist dann MOM, dann kriegst du eine Information, die scheinen in dir zu fehlen, darum sind es Fehler, und das spitzt sich in Ecken ab. Diese Facettenlichter von den Ecken, denk wieder an unseren Filmlichter, die sich in den Spiegeltunnel hochspiegeln, und diese brechen, das eine Licht in der Mitte durch die Visionen bricht auseinander, darum ist das Gebrechen, und das sind deine Gedankenwellen, darum ist dieser Geist, wenn der polar wird, der Geist wird polar für die Gedankenwelle. Dann hast du hier, das haben wir ja so oft gehabt, Augen, AGN, hebräisch geschrieben heißt Becken, BR heißt das Äußere und Aue, eine Weide ist ja was Flaches. Diese Aue selber im Hebräischen, einfach mitgehen mit dem Gedanken, schreibt sich Kor, das ist jetzt die Aue, dasselbe Wort hast auch Lam, La, auseinandergeschmissene 2 mm. Passt ja wieder zufällig, ne? Es gibt noch ein zweites Wort für den Trümmerhaufen, und zwar ist das Tell, das erscheinende Licht, das ja zerbrochen ist, diese vielen Lichterfacetten. Das ist jetzt auch, dieses Tell heißt auch Trümmerhaufen. Und das ist jetzt auch eine Haufe, ein Hügel, und Hagel, HGL heißt ja die Welle. Und das ist das Teilchenwellenphänomen in der Quantenmechanik. Das ist jetzt verbunden, die zwei, dieses TL ist verbunden mit unserem Gall. Die Welle, die jetzt erst einmal zum klassischen Sinn hier die Welle ist, die Woge. Und das ist auch ein Haufen, der aufgeschmissen wird. Darum ist es eine Haufe. Und da wir ja Oberwellen haben, ist es ein Trümmerhaufen. Jetzt haben wir wieder seine Reihe, sind immer 2 m, die erweckt werden. Und das sind Berechnungen, die in dir aufgehen und zu einer Existenz werden, in einer Tür, in einer Reihe, in einer Spiegelwahrnehmung. Passt das lückenlos?
Du wirst jetzt merken, wenn du die Grundlagen hast, geht dir das Herz auf, und wenn du die Vordersprache nicht verstehst, dann kannst du immer nur sagen, wie wenn ich jetzt, obwohl ich Deutsch spreche, hast du den Eindruck, dass ich eine Fremdsprache spreche. Das ist übrigens auch Code in Bezug aus menschliches Brennmaterial. Die Polaritäten rennen. Und das ist dieses ständig wechselnde Material, was du Einzelbilder nennst, die immer in hier und jetzt in die auftauchen, und jedes Bild zerstört, das neu auftaucht, zerstört das bestehende Bild. Ja. Yeah. Darum ist es auch hier dieses Tellwarmer bei dem Tell, das ist auch ein Trümmerhaufen, ich wollte es nur erwähnt haben. Mhm. Ich will aber bei dem Ei bleiben. Da gibt es dann den Deli, ein Begriff, der öfter vorkommt, das nennt sich auch Kleiderhakenköcher. Das ist jetzt im ersten Mal wieder sehr trügerisch. Ich kann aber das J am Ende als Suffix lesen, dann heißt es ja mein. Dann hast du es mein künstlich aufgeworfener Erdhügel. Und jetzt ist wie Leid. Das Leid, das du in dir erwächst, du hängst praktisch an einen Haken dran, wie ein Fisch. Und da haben wir wieder zwei Seiten. Der Menschenfischer fischt dich aus dieser Zeit, die blauen Wasser heraus. Und da gibt es in den Offenbarungen ja die schöne Geschichte vom Menschenfischer, wo ich sage, alle Sekten oder Gurus, die du hast, die Grüppchen bilden, die fischen ja auch Menschen, aber die wollen dich nicht befreien. Das ist ja riesengroß. Immer wieder die zwei Seiten. Genau. Also das sind einmal die zwei Eis. Wir haben das AI, dieses Nichts, und wir haben das mit 70 des I, was praktisch der Trümmerhaufen ist. Mhm. So, und jetzt machen wir einen Sprung. Das war jetzt rein, dass wir das Wort Ei, ich sage mal das deutsche Wort Ei, einfach nur mal ganz einfach hebraisieren, wie ich das nenne, hebräische Buchstaben dafür hinschreiben und uns das anschauen. Ja. Und jetzt schauen wir mal, was bedeutet, die Frage ist ja ganz interessant, was bedeutet eigentlich Ei auf Ivri, hebräisch geschrieben? Mhm. Und da gehen wir jetzt hier mal das Ei ein als deutsches Wort und schauen wir mal, was da für hebräische Wörter gibt. Mhm. Und da landen wir dann zuerst einmal hier bei, ich spreche das einmal Biza aus. Das schauen wir uns genauer an. Ja. Das heißt also, Bi heißt in mir. Das wissen wir, das muss ich gar nicht, das ist die klassische Radix in mir. Mhm. Wird das normalerweise hier übersetzt, in mir. Ja. Jetzt kann ich das natürlich wieder nur blau lesen, dann heißt es meine Polarität in mir. Genau. Griechisch heißt Bi 2, auf Hebräisch heißt es in mir. Ja. Und dann haben wir die Geburt an der Wahrnehmung. In mir ist die Geburt an der Wahrnehmung, das ist Zah. Ja. Das gibt es jetzt einzeln nicht, aber wir können das Zah, wenn ich aha, aus dem H diesen A, H, ZH, kann ich ja ZA draus machen, und jetzt kriegst du die Generation in einem Eck. Ja. Das wird hinausgestellt, hinaus, weg von dir, und das ist in dir. Immer. Gut? Mhm. Das ist in mir. Darum heißt es hier, Ei, Quere Ei, bedeutet Insel nichts, da bin ich gerade drauf eingegangen. Mhm. Das heißt, Geist, raumzeitliche Erscheinung oder Spiegelungen sind die wahrgenommenen Leben. In mir ist die Geburt einer Wahrnehmung. Fett ja. Blau gelesen. Jetzt ist da die Frage, was war zuerst da, das Ei oder ein Händel? Die Hand L, die Hand Gottes. Ein Ei oder das Huhn? Da haben wir jetzt schon HWH. Mhm. Da das Nichts Gott ist, J, ist JHWH, steckt eigentlich da schon verborgen mit dem Hintergrund mit drin. Ja, genau. Weil das Ei, das Nichts, kann man ja als Gott, Schöpfergott, rot gelesen, AI. Mhm. Und so AI ist der Schöpfergott oder das HBH. Ja. Aber das HBH ist eigentlich, wenn wir plus 5, minus 5 machen, ist es eigentlich nichts. Nichts. Okay? Ja. Die Worte Ei, Ein, Ei stehen für nichts. AI ist nichts und Ein heißt nicht existierend. Mhm. Das seiende Ich, jetzt ist ganz interessant, jetzt schreibe ich hier das seiende Ich. Das bist du, Geist, der du mich jetzt ausdenkst, und deine Spiegelungen oder Erscheinungen sind existierende. Mhm. Die existierenden Ei. Ja. Schöpfer, Gott, bewusster Geist. Mhm. Darum ist, sobald du an Menschen denkst, denkst du an Medim, an Tode, an MT, Gestalt gewordene Erscheinungen, so viele, und das sind ja Säugetiere bei eigener Definition, inklusive dem, an den du denkst, wenn du an dich selbst bisher gedacht hast, darfst du ja nach wie vor an dich denken, aber du musst wissen, das ist wie ein Schauspieler, der jetzt sagt, ich bin jetzt halt der auf der Bühne oder ich spiele die Rolle oder die Rolle. Genau. Weil das ja schon wieder Erscheinungen sind. Schau das kleine Bild rechts unten an. Ja, ja. Du bist aber immer der aus dem, um den das eigentlich rumkreist, dieser eigentliche Mittelpunkt. Genau. Ja. Wir wissen, ein neugieriger Geist wird niemals mit einer nur einseitigen Antwort zufrieden sein.
Das ist zu, free heißt eine Frucht, ein Erzeugnis in Eden, aber das eigentliche Sein, das Bewusstsein ist nicht existierend. Ja. Darum habe ich jetzt hier noch eine beachte Henne, das kannst du jetzt auch noch schauen, das erspare ich mir, das hast du zum Beispiel noch nicht gar gekocht, das alle springe ich ganz kurz rein, das heißt jetzt bitte, das ist schon wieder interessant, ach, Bi in mir sind zwei Erscheinungen. Du kannst jetzt das 9-9 lesen, dann heißt es ich, weil das zu 18 wird. Und das hast nicht gar gekocht. Das Ei ist noch nicht gar gekocht. Es ist noch roh, weil das noch zwei aufgespannte Existenzen sind. Die sind noch nicht eins geworden. Also so kommst du von einem kleinen, jede Kleinigkeit können wir extrem tief erklären. Man nennt in Bayern BI im Nichts, im Schöpfergott. Die erweckte Existenz Händel. Hat er gute Musik gemacht übrigens. Genau, der Händling. Das ist JHWHN, diese HWH-Existenz. Alles Lebendige liegt immer, das heißt in der Hand Gottes, das heißt in der Hand Els, befinden sich die Händel. Das ist jetzt das Klassische, aber jetzt fahre ich einmal etwas hoch, weil wenn ich das Wort eingebe, gibt es natürlich noch Sachen, wo das Wort Ei mit vorkommt und da haben wir jetzt die Ei-Bildung. Das schreibt sich Biwaf Z. Das heißt, in mir ist eine aufgespannte Geburt. Hier jetzt rot-blau gelesen. Das ist jetzt die Alternative dazu. Ja. Das nennt sich auch ein Eisprung. SWR, die Sprache ist aufgespannte Existenz deines Gehirns. Ovulation. Die Worte werden es jetzt wieder wert, was mir wichtig ist. Wir schauen einfach mal die Eibildung an. Dann haben wir das Ei. Das können wir jetzt mit 70 zum Beispiel schreiben, dann hast du es der Trümmerhaufen. Bi-Ilet heißt im Kind. Das ist die aufgespannte Existenz deines Verstandes, blau gelesenes G oder verbunden sein im Geist. Das, was im Kind ist, ist immer verbunden, eine Einheit in dem Geist, der sich's ausdenkt. Ja. Und es ist jetzt hier, dieses Bits, das Waff kann man rausmachen, ist ein Eilegieren. Was bedeutet eigentlich ein Eilegieren? Wenn wir das jetzt das dann mal so BZ schreiben, in mir ist eine zeitlich vergängliche Geburt, eine Wahrnehmung, springen wir einfach mal in Küchendinger rein und schauen hier. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal die Internetseite Lecker aufgeschmissen. Das Lichteck wird erweckt. Lecker, das Lichteck wird erweckt. Das heißt, legieren heißt das Binden mit Eigelb. Binden. Das ist natürlich dieses Ich bin, ist natürlich so eine Sache. Weil wenn ich das jetzt hebraisiere, einschalten, einsehen, interpolieren, pol, tun, machen, verstehen, achten auf, erkennen, inmitten, das ist interpolieren. Ja. Jetzt ist es so, dass dieses Bin in mir ist Existenz bedeutet. Ja. Ich mache jetzt Erweiterungsformen dazu. Was hier ganz wichtig ist, meistens, wenn diese Radix in Denach vorkommt, in der jüdischen Übersetzung wird es immer mit Zwischen übersetzt. Jetzt ist aber interessant, dass wir ja wissen, dass Z-Waff heißt ja, mach das ganz nochmal, Z-Waff, die Geburt von was Aufgespannten, ist das hebräische Wort für einen Befehl. Da kann ich jetzt wieder zwei fehlen. Habe ich so oft gesagt, oder Order, eine Order. Dann heißt Order mit 70 geschrieben, erwecken, und die R heißt Generation. Das Erwecken einer Generation heißt, dass zwangsläufig, sobald es zum Kreisen anfängt, zwei in dir fällen, die aber trotzdem in dir drin sind. Das ist jetzt vollkommen gesprochen, Verneinung und Bejahung gleichzeitig. Ja. Gut? Ja. Und das wird eingeschlossen in dir, darum kriegst du, heißt es, eine Form geben, es bleibt im Geist, GE-Quadrat, diese polare Existenz im Geist bleibt eben. Plus 5, minus 5. Hell, dunkel, gesund, krank, Sonnenschein, Regen. Eine wunderschöne Metapher, wenn ich immer wieder sage hier, was ist besser, Sonnenschein oder Regen? Es ist so eine geistlose Frage. Ich sage, jeder Bauer wird die beantworten mit einem Fragezeichen auf den Augen. Was ist das für eine blöde Frage? Ich brauche doch beides. Sowieso. Für meine Äger, für meine Felder. Ja. Aber wie sieht es aus, wenn wir statt Sonnenschein, Regen das Ganze Frieden und Krieg nennen? Ja. Und ich sage, der Krieg ist die Zerstörung und der Sonnenschein ist das, was wachsen lässt.
Aber es kann was Neues nur wachsen, wenn das Alte zerstört wird. Das ist die Sache, was passiert, wenn der Säugling sich zu einem Schulkind entwickelt. Ja. Der kann nur ein Schulkind werden, wenn von dem Säugling nichts mehr übrig ist. Mhm. Das ist Frieden und Krieg. Ja. Den Shiva habe ich so oft angesprochen, den Zerstörer. In dem jetzt ausgedachten Indien wirst du feststellen, wenn du das recherchierst, der indische Gott Shiva ist der am meisten angebeteste Gott, weil der die Erneuerung schafft. Ja. Es gilt für alles, dein ganzes Wertesystem, dein Haar muss das einmal zerstört werden, weil das wehrt sich massiv gegen das Wort, der Buchstabe wehrt sich gegen ein Wort, weil mit den anderen Buchstaben nichts anfangen kann mit seiner Haarlogik. Mhm. Aber du kriegst es dann mit dem Wort Haus wieder zurück. Genau. Aber dann wirst du das Haar nochmal anschauen, wenn du das Wort Haar liest. Obwohl es da ist, wirst du es nochmal beachten. Mhm. Und ich sage, wenn ich dir dann das Wort wegnehme und du kriegst einen Satz, du bist das Haus Gottes, in dem sich alles abspielt, in dem Gott wohnt, du selbst, im Zentrum, im innersten Zentrum, dann schaust du, das Haus wird wieder nur ein Fragment von einer noch höheren Ordnung, in Verbindung mit anderen Worten. Mhm. So, da müssen wir wieder zurück. Wo war man bei dem Bin? Und jetzt macht es natürlich einen Sinn, wenn man das jetzt sich alles verknüpft. So, wir sind beim Ei. Kleinen Moment. Das ist die Legierung. Legierung. Die Legierung wollen wir noch kurz weitermachen. Das ist das Bin. Z-W Ischen. Ischen heißt schlafen und wachsen. Etwas vor sich hinträumen. Ischen ist immer die Gestaltwährung. Das heißt, das spielt sich aber zwischen, das Deutsche war zwischen dem Wellenberg und dem Wellental ab. Das ist, Bin heißt zwischen und drum ist, ich muss das nochmal ganz kurz machen, bin ich jetzt ganz, das Bin ist zwischen, Z war diese Geburt von was doppelt, unser W fängt an zu ischen, Isch ist eine Gestaltwerdung, Ischen heißt schlafen und was vor sich hintreiben und es spielt sich inner Haal in Gott und voilà, außer Haal ab. Okay? Bist du noch dran? Ja, ich habe nur eingesteckt. Alles klar, weil ich sehe dein Bild ja nicht. Ja. Okay, und dieser Zwischenraum ist Platz, ein Platz, Bella. Wir wissen ja mit der Vatersprache, das heißt, das ist der Platz, wo die Wunder passieren. Ja. Halt. Ja. Bella. Das sind die Wunder, die sind immer rätselhaft für dich und die sind wunderbar. Mhm. Gut? Ja. So, das lassen wir, glaube ich, gut sein. Das heißt, ein Binden mit Ei und der Geist Gottes, der Bolabert, ich kann auch hier GE-Quadrat lesen und Leb heißt ja Herz und Herz wiederum rot gelesen ist das Innere. Ja. Bei der Legierung wird am Ende des Kochvorgangs ein Verquirltes, der Quirl, denkt dran, auf Sanskrit heißt es Mati, das gelernte Wissen, genau. in diesen Schöpfergott, den Geist Gottes in einer Polarität eingerührt. Auf diese Weise wird ein Herz, habe ich gerade gesagt, das ist Leb auf Hebräisch, diese Lichtpolarität zu einer hafthaften, süßen Speise gebunden und ihr Geschmack verfeinert. Ja. Das lassen wir mal gut sein. Das passiert, wenn du anfängst, alle Zutaten zu mischen und nicht nur so einseitig zu kochen. Genau. So, das war jetzt das Legieren. Das Ei sind wir schon drauf eingegangen. Dann gibt es jetzt hier nochmal BC, das ist dann eine Samenkapsel. Mhm. Ich muss jetzt da etwas, das ist eine Unterform, schau, da ist auch, das in Rückübersetzungen steckt auch das Ei mit drin, das ist der Mensch. Mhm. Erinnere dich an mein Beispiel, dass das, was du Menschen nennst, sind göttliche Samenfältchen. Ja. Mhm. Das heißt, die Natur in Bezug auf Samen ist ein absoluter Überfluss. So ist es. Das heißt, die Samenkapseln, die ausgestoßen werden, und jetzt denk rein mit einer materialistischen Logik, ob das Blüten sind, ob das Pflanzen sind, ob das Früchte sind. Ja. Ich habe früher immer wieder gesagt, wenn ich jetzt mache ich eine raumzeitliche Geschichte, wenn ich jetzt in Weißenburg die Ludwigshöhe hochgehe, da ist ein Fußweg hoch und da ist eine riesen Allee von Kastanienbäumen. Mhm. Und da bin ich als Kind schon hochgelaufen. Und wenn ich mir jetzt rein wieder eine Vergangenheit ausdenke, kann ich wirklich sagen, Millionen von Kastanien Kapseln hier schon runtergefallen sind, da steht die letzten 50 Jahre kein aller einziger Kastanienbaum mehr wie vor 50 Jahren, soweit ich mich jetzt erinnere. Das ist weg in meinem Innern. Weil die Früchte, die Masse, die runterfällt, verfault entweder, das ist der Überfluss, oder die waren aufgefressen. Ja.
Dasselbe, wenn wir uns jetzt den Menschen wegdenken mit Apfelbäumen, mit all dem drumherum, Äpfel bei wild wachsenden Apfelbäumen, die nicht kultiviert sind, fallen hier Äpfel runter, wo Haufen Samenkapseln drin sind, die keine neuen Bäume werden. Ja. Denke mal an die Blütenbäume, an den Löwenzahn, Ari. Die Logik der Aris wird verstreut, die Löwenzahn werden verstreut. Der Beulenfluch, Poal, ja, ist eine Sache, wie du das nimmst, ist ein unendlicher Überfluss. Und jetzt mache ich diesen Sprung, dass ich es auch geistig gesehen, diese Medim, die Leute, die Menschen, die du dir ausdenkst, jeder Mensch trägt in sich die Potenz, ein Gott zu werden. Und ich wiederhole jetzt diese kleine Geschichte nochmal, weil die sehr tief ist. Ich bin jetzt voll in deiner Logik, das heißt, das Trockennasenaffenmännchen, wenn das einen Samenerguss hat, besteht es aus, ich sage einfach, einer Unmenge, Hunderttausenden von solcher Samenfädchen. Jedes dieser Samenfädchen trägt die Potenz in sich, ein Mensch zu werden. Die Grundvoraussetzung ist aber, er muss das weibliche Ei finden. Und er muss mit dem weiblichen Ei verschmelzen. Und dann gibt es wieder die Zellteilung in dem Ei 2, 4, 6, 8, 16. Kannst du nachschauen. Ja. Bin ich oft darauf eingegangen. Das ist übrigens interessant, dass wir uns das Ei jetzt vorstellen. Ich habe da ein paar Mal schon die Bilder gebracht, wenn du ein weibliches Ei nimmst. Da sind dann tausende von Samenfädchen drumherum. Die wollen ja alle mit den Köpfchen in das Ei rein. Und sobald das erste Samenfädchen, das hier verschmilzt, das mit dem Kopf mit dem Ei verschmilzt, kapselt dich dann dieses System sofort ab und alle anderen Samenfädchen haben verloren. Ja. Und wir wissen jetzt, der Samenerguss eines Mannes besteht aus einer Unmenge von Samenfädchen und wenn die nicht nach dem Ei suchen, dann überleben die angeblich 3 bis 4 Tage chronologisch gedacht. Mhm. Und diese Samenfädchen, das sich mit einem weiblichen Ei verschmilzt, das wird jetzt auf eine höhere Ebene gehoben, das wird ein Mensch. So, und jetzt machen wir dasselbe Spiel. Du denkst dir Milliarden von Menschen aus. Jeder dieser Menschen ist ein göttliches Samenfädchen, weil du nämlich Gott bist. Für die Traumwelt, die du dir ausdenkst. Und wenn jetzt diese Samenfädchen mit dem Ei, mit dem Schöpfergott wieder verschmilzt, mit dir selber, dass ich als Brösel von Computer weiß, hey, ich bin ja eigentlich bloß ein Teil von dem, der mich ausdenkt, aber ich denke mich ja selber aus. Ja. Entsteht dann vollkommen auf einer noch höheren Ebene eine vollkommen neue Welt. Du musst mit dem Schöpfergott verschmelzen und darum, ich sage zu dir einfach, ich bin du und du bist ich. Ja. Schöne Metapher, ne? Schön. Erzähle ich nicht immer wieder, dass es nur um die Metaphern geht, dass hier ein Mitleiden mit sterblichen, mit vergänglichen Wesen, mit Gedanken letzten Endes, mit Existierenden überhaupt nichts, das bringt dich in deiner geistigen Entwicklung kein bisschen weiter. Ja. Ich habe jetzt bloß ein bisschen hier, wie in mir ist die Geburt meines Intellekts und der wird zu Erscheinungen. Mhm. Wird das jetzt dann blau machen. In mir die Geburt einer intellektuellen Erscheinung. Ja. Und das sind Samenkapseln. Das ist natürlich ganz interessant, das ist auch botanisch die Eizelle, das kannst du natürlich immer mit AI dann schreiben, als Elif gelesen. Zell heißt Schatten, die auseinandergeschmissen werden. Zelle. Ja. Der Samen, auf den springe ich ganz kurz ein, wenn man den jetzt so schreiben, ganz einfach SMN, gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, weil wir verschiedene S haben, aber wir schauen uns das einmal an. Und jetzt kriegst du Anzeichen, den Bezeichnen, der Samen, raumzeitlich gestalt gewordene Existenz. Das ist etwas, was hier gezeichnet wird, sich zeigt, sich abzeichnet. Wir können den Samen natürlich mit einer 7 schreiben. Das ist praktisch selektiert gestalt gewordene Existenz. Blau gelesen, eine selektiert gestalt gewordene Existenz. Und das ist schlichtweg und einfach eins der Wörter mit Zeit. Ich sage immer wieder, es gibt verschiedene hebräische Wörter für Zeit. Das erste ist das da mal Ed, eine augenblickliche Erscheinung. Zack, zack, das kleine Bild wieder anschauen. Ja. Aber diese augenblickliche Erscheinung, die wird vorgeladen, die lädst du vor dich hin und dann musst du die wieder einberufen und zusammenbringen mit dir selber. Ja. Und dieses SM passiert in Esther. Und das ist auch ein Semester. Jetzt ist natürlich interessant, dass diese raumzeitliche Gestaltwerdung, SM, die raumzeitliche Gestaltwerdung, die jetzt kurz in dir auftaucht, das ist das hebräische Wort für Droge, für Gift, für Medikament und für Wohlgeruch. Ja, genau. Jetzt mache ich das Gift, das da mal einfach Englisch, der Geist Gottes wird zu einer Facette, die in Erscheinung tritt. Es ist ein Geschenk, genau. Englisch.
Ja. Medikament, lateinisch gelesen heißt heilen durch Denken. Mentios. Ja. Heilen durch Denken und das Ganze ist ein Wohl, GE-Quadrat, Ruch in deinem Geist. Wunderbar. Nenn es göttlich. Ja, göttlich. So. Okay, das ist jetzt nochmal hier. Du merkst, wir sind jetzt, ich springe mal da ganz kurz nochmal rein. Wir waren jetzt bei der Samenkapsel, geistreiche Sammlung. Dann ist hier auch unter Form des Ei ist der Mensch. Dann habe ich gerade gesagt, du bist der Mensch und das Samenfädchen gleichzeitig, weil Holofeeling heißt das Gefühl, alles zu sein, was ich mir ausdenke und nichts davon. Erinnert an die Kleinigkeit, wo ich gerade hier erklärt habe. Dann ist auch nochmal dieses Ei als Ausruf. Das nennt sich auch Ei als ein Erstaunungsaufruf. Das ist der geistige Bruder. Hey, den gibt es ja wirklich. Aber Betonung liegt auf geistig. Nicht zu verwechseln jetzt mit dem ausgedachten Ludo. Der existiert in dir, wenn du ihn denkst. Das ist eine Welle wie jede andere Welle auch. Ja. Der geistige Bruder sagt zu dir, ich bin du. Das ist JCH und ICH, das Spiel. Und das Ei wird angerührt. Dann fängst du an, eine Rolle zu spielen. So, und jetzt macht man einen kleinen Sprung, weil das Ei wirst du jetzt feststellen, dass dieses Spiel, wenn wir das spiegeln, ja. Jetzt habe ich einmal das Wort gelb eingegeben. Ich fasse nochmal, dass du das siehst. Pass auf, kleinen Moment, den habe ich jetzt zu früh weggemacht. Schau mal, da steht Pizza. Schau mal, die Grundradix, HZIP. HZIP, und jetzt schauen wir mal, was das Gelb heißt. HZIP. Das ist eigentlich nur gespiegeltes Wort für Gelb werden. Was hat es mit Gelb zu tun? Gelb muss uns eigentlich schon anlangen. Das ist dieses Gelbwerden, das Vergilben. Ja. Jetzt die Wörter, die unter anderem hier gelb gefärbt. Schau, du hast immer diese Grundradix plus gespiegelt drin. Ja. Gelb glänzend, gelb gefärbt. Du wirst gleich merken, wo ich hin will. Das sind Rückübersetzungen, da kommt auch Gelb mit vor. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das hat seinen Sinn. Das ist jetzt die Grundradis. Goldgelb glänzend, gelb, schau, wie ich das jetzt schreibe. Der Geist Gottes innen und außen gleichzeitig. Ja. Das nennt man auch Neutralgelb, bedeutet rot glänzend. Gelb-Gold. Rot wissen wir ist der Adam. Ja. Da würde ich jetzt GE-Quadrat ist das Herz, das Leb. Ein bewusstes geistiges Herz und das Herz Leb heißt rot gelesen das Innere. Innere. Wir können ja nicht der Geist Gottes lesen, der außen belabert. Ja. Okay, das polare Außen halt. Das griechische Wort davon ist Kohle. Das ist Gelb, Gallenflüssigkeit. Das ist natürlich jetzt ganz, ganz wichtig, weil jetzt springen wir mal rein, weil die meisten Menschen sind ja Choleriker. Und da haben wir zuerst einmal den Cholerikus. Im Mittellateinischen wird es mit Kol geschrieben, heißt es gelbgallig. Schau, bei dem Gall haben wir schon wieder mal den Geist Gottes oder die Welle. Immer daran denken, ich kann das A als Vokal rausschmeißen, dann habe ich die Welle, das geistige Licht, das geistige Schöpferlicht. Ja. Der Geist ist nichts. Das sind die Perspektiven, wie du das lesen kannst. Ja. Und wenn was cholerisch wird, und da müssen wir jetzt ganz einfach reinspringen, dass man zuerst einmal das Kol auf Hebräisch schreibt, CHL, dann bist du zwangsläufig zuerst einmal weltlich. Weltlich. Die Vormauer ist, dass deine zwar vor dir ist eine Mauer, die müsste ich jetzt das Wort Mauer wieder zerlegen, das sind einfach die zwei Flächen deiner Verabrille. Und auf dieser Verabrille, habe ich so oft gesagt, sind ja Zäpfchen drauf, rot, grün, blau Zäpfchen. Die setzt Zapfen, wenn wir jetzt in die Medizin reingehen, mit der aktiven Farbmischung, immer dran denken, diese Zäpfchen, dass man ganz einfach das ZB schon die Anfangsradix, wirst du feststellen, das heißt, hier auf der Wasseroberfläche schwimmen kannst du in die Welt an der Gedankenwellen. Ja. Und was mir jetzt hier wichtig ist, dass wir jetzt das einmal durchspielen, was hier passiert. Das ist das erste Mal, das Kol heißt ganz einfach gemein, ungeweiht, unheilig, profan, gewöhnlich, nicht heilig. Wie war das? Die Choleriker. Choleriker. Weil die Wellen sind. Die sind Wellen von sich selber. Die sind gallig. Ja. Gerr, hinten. Reisende, die in der Fremden übernachten. Da haben übrigens zwei Seiten. Das ist immer so eine Sache, wenn du über den Jordan gehst,
Habe ich so oft darauf hingewiesen, das Hebräische war diese Sache, dann kommst du in das gelobte Land, wo Milch und Honig fließen. Dieses Jordan schreibt sich nur IRD. Wir sprechen das örtisch aus. Wenn du örtisch warst, dann wanderst du aus dem symbolischen Israel heraus. Das ist das Jenseits und du steigst hinab in deine Traumwelt. Aber interessant ist, wenn du hinabsteigst in deine Traumwelt und du fängst unten im Geist, im Meer, der dir immer ist, wenn es zum Träumen anfängt, wird zwangsläufig in dir was auftauchen. Ja. Weil es gibt kein Unten und Oben, das sind deine Gedankenwelten. Weil du das, was du dir überlegst und die Lügen verbreitest, spinnt sich ja unten in dir, in deiner eigenen, immer seinen geistigen Tiefe ab. So ist. Merkst du, wie wir immer symmetrisch sind? Ja, ja. So, und jetzt bei dem Kol, da wird es jetzt ganz interessant, jetzt machen wir hier mal das Kol mit einem L dazwischen. Dann hast du zuerst einmal Sand, da bin ich drauf eingegangen. Schwimmsand, Weltliches. Shin Waf, die Logik, die doppelt aufgespannt wird. Intellektuell ist immer schwach, heißt übrigens nichts für sich alleine. Mein Nichts wird zu zwei Gestaltwerdungen. Ja. Ich zeige das ganz kurz. Das ist ein Vokalzeichen. Das ist, kann man auch ein A dran hinken. Eitles, gehaltloses, Lügen, Nichtigkeiten, Nichts, Unheil. Ganz einfach, logisch aufgespannt. Aber da du ja immer eine Facette, immer nur eine Seite davon anschaust, hast du ein riesengroßes Problem. Da gehen wir vielleicht am Ende dieses Selbstgespräches nochmal drauf ein. Und wenn wir jetzt schwach haben mit einem I hinten dran, er machte, das ist jetzt chaldäisch, ich kann auch sagen, mein Nichts, meine Nichtigkeit oder meine Eitelkeit. Ja. Gut? Ja, gut. So. Wo war man? Den Kol machen wir nochmal. Choleriker. Und darum ist dann dieses Schwa, also mein Nichts wird zu zwei Gestalten, die sich aber plus minus gegenseitig aufhören. Und das ist dann das raumzeitliche Schöpfung, ist diese existierende Öffnung, unser Auf- und ich werde auf- und abschwingen. Ja. Wenn wir das herpreisieren, bin ich oft drauf eingegangen. Wenn ich jetzt da ein H hinten dran setze, bei dem klassischen Kol, Kolam, wir sind ja Kol, He, Kol, He. Kol, He. Jetzt wirst du feststellen, dass das Kranksein, Erkranken, Kranksein, schwach, schinwach, logisch wach werden, aber nur logisch wach. Ja. Ich sage ihm, ihr seid vollkommen logisch mit eurer Logik, mit euren Schwamminhalten, aber ihr seid nicht geistreich. Ein Computer, ein Mech-Chef, so spreche ich das einfach mal aus, Mech ist Gehirn, M-Chat, M-Waff-Chat ist das Gehirn, ein Gehirnrechner, ein Mech-Animus. Ja. So denken, wie seine Logik ihm das aufzwingt. Kann man natürlich auch rot machen. Wirklich wach werden im Nichts. Ich will da bloß darauf hinweisen, das sind so meine Lieblingszahlen. Man kann das immer rot-blau machen. Ja. Jetzt würde ich gerne auf das Ringbrot eingehen. B-Rot heißt ja im Adam. Wenn wir das Rot als Adam lesen, heißt auch BR äußere Zeichen. Ja. Weil B-Rot, Rot ist ja Adam. Im Adam ist nur eine Fantasie. Wir springen hier bloß zwischen Sprachen hin und her. BR hebraisiert heißt außen und Not heißt Zeichen. Im Adam sind die äußeren Zeichen. Zeichen. Den Ring habe ich jetzt eigentlich, will ich jetzt nicht so weit ins Krank werden, du erkrankst praktisch. Und was jetzt hier wichtig ist bei der Kolradix, dass mir das Kol, habe ich schon gesagt, einmal immer Waff dazwischen machen können. Ja. Dann hast du hier, wir gehen einmal der Sand. Ist das Land, der Strand, er steht mit einem Bein auf, beziehungsweise im Meer und auf dem anderen, auf der anderen Seite steht er mit einem anderen Bein, steht er auf dem Land, am Rand, was normalerweise hier an der Küste der Sand ist und der Strand. Ja. SDR widerlegen. SDR. Oder das Geheimnis. Ja. Das Ganze, du fängst dann an zu beben, das heißt, in der polaren Existenz gibt es dann die polaren, im Sohn gibt es dann ein Zittern, ein Fürchten, ein Beben, ein Bittern und ein sich drehen, ein Winden und Kreisen. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dieses sich drehen, das Winden und Kreisen. Jetzt stell dir mal folgendes Bild vor. Das ist übrigens, spielt sich alles in der 44 im Kind ab. Ja. Stell dir mal folgendes vor, so eine Wüste, was übrigens Midbar heißt. Das ist praktisch auch vom Wort.
Das ist ja der Auszug aus Ägypten. Mhm. Ve'ilet, doppelt aufgespanntes Kind, ist auch die erste Person. Ja. Die erste Person ist das Ani. Mhm. Das ist immer wieder das rote Ich existiert. Das ist ja rot. Genau. Und das ist eigentlich, DBR heißt ja Sagen, Sprechen, Wort, unser doppelt aufgespannter Ort. Jetzt bin ich abgeglitten. Wo war man? Im Choll. Am Choll. Der Schwerpunkt liegt jetzt sich drehen, winden und kreisen. Du denkst dir einfach, dass da so Wirbelwinde sind. Und dann gibt es solche Sandrosen, die sich aufdäumen. Ja. Da kommt es her, dass der Sand anfängt, kreisförmig sich aufzubauen, den ganzen Wirbelsturm. Mhm. Wir in Gott, wir BL, wir in Gott, werden zu einem Sturm. Genau. Das ist kreisender Sand. Und immer dran denken, wenn ich jetzt die Radix S-D-U-R eingebe, das ist stur, dann heißt es ungeordnet, niedergerissen, widerlegt, wild durcheinander. Durch heißt wieder, durch heißt Generation. Mhm. Jetzt machen wir den Sprung, dass ich aus dem Koll mache ich ein J dazwischen. Ein Chill. Ja. Jetzt hast du Angst und Schmerz, weil du wild durcheinander bist, ungeordnet bist. Genau. Das Ganze spielt sich in deiner Vor, auf dieser Spiegel, die Mauer sind immer die zwei Quadratflächen. Mhm. Vor dir ist dein eigenes Werk. Das ist jetzt vor immer bistabil erweckt. Ja. Anwerben, beben, rekrutieren, vor Angst zittern. Mhm. Was hier ganz wichtig ist, dieses hebräische Wort ist auch ganz speziell das Wort für Geburtsschmerzen haben. Ja. Und du wirst jetzt feststellen, wenn jemand Geburtsgeber, Geber ist ja der Geburtsgeber, der Gabriel, in dem Moment, wo eine Frau, eigentlich der Mann, weil die Frau ist ja nur die Logik, Geburtsschmerzen hat, dann nennt man das, sie liegt im Kreissaal. Ja. Karaje ist im Spiegelsaal. Denken wir wieder an unseren Tetraeder. Hm. Und in diesem Spiegelfall fängt das Ganze dann an zu kreisen. Okay? Hm. Das ist jetzt das Kreisen, sich zu drehen, sich zu winden. Das ist im Kreissaal, wenn du liegst, fängst du an zu kreisen. Kreisen heißt was gebären. Ja. Karaje sehen. Wie ein Spiegel jetzt plötzlich nur Spiegelungen von sich selber sehen. Und zwar sind diese Spiegel Wind-N. Das sind Wind-N. Sich winden. Hm. Und wir wissen ja, Wind, im Hebräischen blau gelesen, ist Ruch. Mhm. Das ist zum einen ich selber als Geist rot gelesen. Und das sind die vier Weltgegenden, nennt sich das genau genommen. Die Himmelsrichtungen. Genau. Und das Ganze spielt jetzt dieses Wind, dieser Ruch im Geist, müssen wir jetzt immer rot-blau einsetzen, erzeugt einen Sinn. Ja. Da drauf drückt. Mit zwei Existenzen. Mhm. Das sind unsere Gedankenwellen und das ist ein ZW-ischen Raum. Das spielt sich eigentlich zwischen oben und unten ab. Ja. Jetzt müssen wir das vorhergehende Selbstgespräch, wo ich immer wieder sage, dass aus dem absoluten Mittelpunkt entspringt zuerst einmal eine Gedankenwelle. Und schau bitte das kleine Bild unten an, dass die Welle aus dem absoluten Nichts auftaucht, als Wellental und Wellenberg und setzt jetzt einen ausgedachten Mittelpunkt über dich drüber, weil du ja immer im Meer unter dieser ausgedachten Wasseroberfläche bist. Ja. Macht das einen Sinn? Das macht einen Sinn. Das macht Sinus. Und dann wirst du weit und geräumig plötzlich um dich rum, aber das ist nur ausgedacht. Raum und Zeit ist nur ausgedacht. Darum sind diese vier Himmelsrichtungen immer dran denken, Himmels Hayom, das Meer, El Hayom, von Gott. Mhm. Wir können natürlich auch ein gestaltgewordenes Roch lesen. Diese Gedanken verstreust du jetzt rein gedanklich in die vier Weltgegenden. Das sind die vier symbolischen Tetraederspiegelseiten. Ja. Und da fängt das Ganze an zu kreisen und zu winden, weil du ja immer, schau bitte das kleine Bild an, deine Richtungen, wo, egal wo du dir was hindenkst, räumlich oder zeitlich, das immer in den Zentrum sich abspitzt. Ja. Mhm. Gut? Gut. Mhm. Haben wir jetzt etwas genauer gemacht, wir waren jetzt beim Ei, das machen wir jetzt aber, lass mal gut sein. Wir sind immer noch bei Choleriker. Ja. Das war jetzt nur die Kleinigkeit mit Cholerikus, ich bin jetzt nur auf diese Radix-Kohle, die Krankheit. Der Gelbgallige, da haben wir das Gleiche, wenn wir immer dran denken, rot oder blau lesen, ist ganz wichtig, ist beides gleich da. Da können wir jetzt ganz kurz einmal reinschauen. Das ist Galle abführen, die Galle,
Der Geist Gottes wird auseinandergeschmissen oder die Wellen sind auseinandergeschmissen. Ja. Aber der Sprung, du merkst hier schon, da haben wir das Griechische, hinter ins Griechische sieht es aber besser aus. Weil du weißt jetzt plötzlich, Kolas ist die Eingeweide, die Gedärme. Ja. Die Eingeweide, das Innere, fühle ich aber zwangsläufig jetzt hast du mal zu Magen. Ich habe jetzt MGN. Magen, David. Garn ist übrigens, Garn heißt Garten. Ja. Der Garn Eden. Und M als Vorsilbe, ich kann jetzt lesen, gestaltgewordene Garten. G-Arten sind die geistigen, die Gehirnarten sind die verschiedenen intellektuellen Denksysteme. Ich kann auch vom Garten, von diesen geistigen Existenzen reden. Und dieser Magen, das ist jetzt ein Schild. Das ist das David im Hebräischen, das David-Schild, was ja nur die flächige Darstellung von unserem Tetraederstern ist. Ja. Shin Illit, die Logik des Kindes. Und der Logos des Gotteskindes wird dann zu deinem eigenen Besitzer. Das ist Holofeeling. Ja. Und nennt man hier den Magen David, ist das Schild Davids. Shin Illit ist der Logos des Kindes. Aber in den David, der schreibt sich ja nur DVD im Hebräischen. Ja. Sag ich nicht immer, was ist auf einer DVD drauf? Pünktchen und Striche zeigen. Ein Film. Ein Film? Na, mein Bücherregal kann man auch sagen, das ist ein Videothek und da stehen lauter DVDs. Zeigen. Und das sind alles große Kessel. Aber da steckt das Ross schon mit drin. Das ist auch der Geliebte. Da kann man, du wirst merken, das bildet lückenlos Ich UB alias Jesus alias UB. Das sind jetzt ausgedachte Jesus. Ob du jetzt an den Jesus denkst, ob du an den Superman denkst oder an den UB denkst oder an den Abraham denkst, das spielt keine Rolle. Es sind eigentlich nur Gedanken von dem Geist, der sich das ausdenkt. Ja. Habe meine Engel gesandt, Figuren in deinem Traum. Ich lasse Figuren in deinem Traum auftauchen, immer hier und jetzt. Euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. Du bist immer mit deinen Gedanken zusammen, du bist mit Jesus zusammen, wenn du das Neue Testament lesen tust, und du bist mit Udo zusammen, wenn du dir Selbstgespräche ohnest an deinem Computer, aber du bist auch mit Hitler zusammen oder mit irgendwelchen physikalischen Schwätzern zusammen, die dir was erklären. Du musst die Spreu vom Weizen trennen. Ja. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Schau, und wenn wir jetzt da, ich wollte dir nur zeigen, wie weit es geht. Darum heißt es die Vertiefung, Z wie ich in der Brustknorpel. Jetzt muss man natürlich wissen, dass das hebräische Wort für Brust Chasa ist. Das schreibt sich ja so und dasselbe, was heißt im Geiste sehen. Wir unterscheiden zwischen der Brust des Oberkörpers, den man übrigens im Griechischen dann Thorax nennt, Thorax. Thorax ist die Reihe. Das ist der dennoch. Die fünf Bücher Mose. Okay. Darum heißt es im Geiste sehen. Du kannst alles, was du siehst, das ist der rechte und die linke Rippen, die Zeller, die dir entnommen werden von den ganzen Rippen, siehst du immer nur eine Facette. Weil ich dir zeige, da landest du dann in dem System genau das, was ich dir sage. Die Bilder sind nur symbolische Bilder. Immer, ja. Okay, wir sind in einem Brustknorpel. Ken wissen wir, etwas überlegen und Lügen verbreiten. Und das wird jetzt erweckt. Könnte ich jetzt Stück für Stück, das Wissen ist ein Joch. Zum Beispiel, wenn ich PL mit 70 schreibe. Da kommst du jetzt dann um 72. Was ist die 72? Sag dir die Zahl 72, was ich zeige dir, was die 72 ist. J-H-W-H. Ja, das ist doch die 26, sagst du. Schon, aber wenn du den Pyramidenwert aufpasst, hast du das. Das sind die Kerzchen, wo ich reinschreibe. Darum ist die 26 im Abpasch der große Logos, die 300. Ja. Kann man sich reinlegen, muss man nicht wissen. Und wir wollen ja nicht immer, dass ich immer wieder dasselbe erzähle. Ja. Schau, und wenn wir jetzt da weiter runtergehen, da wird jetzt das Ganze wird farbig. Jetzt kommt was ganz Interessantes. Cholera, eine Dachrinne. Da könnte ich jetzt sagen, die Berechnungen innen sind innen die Dachrinnen. Die dachgeöffnete Kollektion. Ist ja Gack, das Ausgedachte. Ja. Da ist jetzt das Regenwasser. Das Regen ist natürlich ganz interessant, weil wenn ich jetzt RGN schreibe, die Berechnung einer Gehirnexistenz,
Ich lese das Blau. Ja. Was kriegt man dann? Dann wirst du mürrisch. Mürren. Darum heißt es, du fängst, solange du mit Gerechnungen, mit der Berechnung, persönliche Berechnung als Gehirn, unbewusster Geist, dieser Chip, an der Gehirn, die Berechnungen an der Gehirnexistenz, erzeugen dir Mägel, Murren und sich ständig beklagen. Ja. Hör auf, dich aufzuregen. Weil es regt dich zwar was über dir, aber das ist immer hier und jetzt und es regt sich in dir, weil du dir das selber ausdenkst. Sich über etwas, zeitliche Erscheinung, augenblickliche Erscheinung, aufzuregen. Das ist jetzt das Regenwasser, das ist dieses zerbrochene Wasser in unendlich viele Tröpfchen. Ja. Stimmt oder stimmt? Das stimmt. Merkst du, wie die Symbolik plötzlich voll berechenbar wird? Ja. Das ist eine Krankheit, wo Feuchtigkeiten durch Erbrechen und Stuhlgang mit Gewalt aus dem Leibe strömen. Die Krankheit, des Koller, das Weltliche ist, dass aus dir, aus deinem geistigen Leib ständig Sachen ausströmen, die da außen gar nicht sind. Ja. Wenn du das irgendwann einmal begreifst. Und da wollen wir jetzt weiter runterfahren in den Koll, dann kommst du plötzlich hier, Koloss. Das ist die Ursache des Zorns und des Hasses, dieser Ausfluss, den du selber erzeugst. Und Zorn, Zur, ist zu Form werden von Sachen. Ja. Es ist immer wieder das, wenn du das unbewusst machst. Es ist einen zum Zorne reizen. Ja. Aber wer macht es in dir doch selber? Es ist doch dein eigenes Ego, dein Nicht-Einverstanden-Sein. Immer, ja. Dieser Choleriker führt uns jetzt in die Temperamentenlehre. Wir haben jetzt die vier Smileys, wo ich immer wieder sage, die kannst du jetzt in die vier Quadranten des Einheitskreises machen. Der hier, der mit den Augen und mit dem Mund, P heißt hier, und mit Nein, mit dem Augen, lächelt, ist plus plus. Der hier, plus minus, das sind die Augen, gehen jetzt nach unten, der Mund lächelt immer noch. Dann kommst du im Minus, Minus, der ist ganz miese drauf und der hat schon wieder in seinen Augen einen kleinen Lichtblick, das ist Minus, Plus. Ja. Und das Spiel, wenn wir uns jetzt anschauen, was du feststellen, dass den einen mit einem roten Blut in einer Hülle steckender Geist, das ist der Adam, der ist heidon aktiv gelassen. Das ist der, der im Kino sitzt und vor nichts und niemandem ein Problem hat. Das nennen wir übrigens dann auf Griechisch Ei. Wir haben doch begonnen, das Spiel mit Ei. Dann kriegen wir einen weißen plus minus, wir gehen nach unten in das Wissen rein, dann kriegen wir einen weißen, weiß ist wieder Weib, jetzt kommt schon hier die weibliche Hälfte, weil mein Minus kriegt, das erweckt wird. Das ist das Phlegma, der Phlegmatiker, ist immer aber noch plus, plus minus. Und jetzt kommen wir in die untere Hälfte runter und jetzt kriegst du die schwarze Gallenflüssigkeit, die Wellen, das ist minus, minus, das ist der Melancholiker, Koll. Koll. Und die gelbe und der Choleriker ist reizbar. Merkst du, der geht jetzt, die Geburt geht schon wieder vom Äußern erregbar, geht dann schon wieder nach oben. Ja. Dieses System ist lückenlos in allen Mythologien. Der übrigens, der Rode, ist der Jupiter. Ja. Und das ist der Zwilling. Sanguiniker. Ich bin übrigens als Udo ganz zufällig ein Zwilling. Und das ist der Wassermann. Ein Geistesfunk ist in der anderen Symbolik ist letztendlich ein Teil von El Hayom, vom Wasser selber, rot, nicht denkbar. Und so kannst du das jetzt hier, diese ganzen symbolischen Systeme, egal um was es eigentlich geht, was du feststellst, das zieht sich in alle Sprachen, es zieht sich über alles hinweg. Interessant. Warte mal schnell, ich will dir ganz kurz nochmal ganz. Ich weiß jetzt nicht, was kommt jetzt, was wir genau kriegen. Wir gehen jetzt einfach mal ein. Pass auf. Was mache ich denn? Das I-Ging-Zeichen, 21. Mal schauen, was da drin ist. Ich habe jetzt wild eingeben. Ich weiß nicht, ich könnte Bücher hersuchen. Da steht jetzt das chinesische Wort nicht dabei. Mal schauen, ob wir anders haben.
Das Durchbeißen, was habe ich jetzt gehabt für eins? Mal das hier, Schulde des Rades. Das I-Ching-Zeichen, 21, heißt Chi-Ho. Gibt übrigens andere Aussprachen, Kantonesisch ist es anders. Chi ist es Shin. Ja. Das hebräische Wort Shin heißt Zahn. Das I-Ching-Zeichen, das chinesische I-Ching-Zeichen 21 ist das Durchbeißen. Ist das der Zahn oder ist das der Zahn? Ja. Ich kann jetzt die übrigens alle machen, nehmen wir mal die 8. Das heißt Bi, das Zeichen 8. Bi, das achte Zeichen Chit, ist unsere Kollektion, das Zusammenhalten. Zusammenhalten ist eine Kollektion, denk an mein Beispiel mit der Küche. Ja. Das heißt, hier diese Zahlenwerte, ob du in I-Ching reingehst, das ist natürlich ein 64er-System ist. Mhm. Was übrigens das Zeichen 1, wo wir jetzt, den haben wir den Kien, weil ich rede ja zurzeit mit der Helene Kienberger. Denk an unseren Toni, das Schöpferische, was übrigens auch für den Berg steht, das einzelne Zeichen. Mhm. Toni war ja der Bergsteiger schlechthin. Ja. Das, da müssten wir jetzt hier in dem Buch der Wandlungen, die ersten Abteilungen, das Schöpferische wird Erhabenes gelinge, fördert durch Beharrlichkeit. Mhm. Ja, das wird jetzt so weit gehen, wenn ich. Das Himmelsbewegung ist kraftvoll. Es macht der Edle sich stark, einzelne Linien verdeckter Drache. Wäre Thema, vollkommen neues Thema. Ich kann dann in die verschiedenen definitorischen Systeme reingehen. Das ist wie, wenn wir jetzt letztendlich, ich zeige dir das nochmal, was richtig oder was verkehrt ist, das gibt es bei Holofeeling nicht. Es ist wie, wenn ich jetzt schlichtweg und einfach sage, okay, wir haben hier eine Zahlenstruktur und das kann man ja diese lange Zahl, wo ich schon darauf hingewiesen habe, was da drin steckt, 888, ist Jesus rot-blau. Ich spreche jetzt, wenn ich als Geist zu dir spreche, als ich, UB, JCHUB, dann bin ich der Rote, aber zu dem Roten gehört ein Blauer. Das ist der blaue UB, der Brüssel Uder. Der Blaue ist nicht wichtig, der ist vergänglich. Und dass du hier die Zahlen ja in verschiedenen Zahlensystemen angehen kannst, das wäre jetzt zum Beispiel dieselbe Zahl binär geschrieben, mit der Basis 2, darum steht da unten der kleine 2. Das ist jetzt hier dasselbe System, hexadezimal, und das ist jetzt mit der Basis 36 schreibt sich das ja so, da kann man sich jetzt schlau machen, was das bedeutet. Es gibt so eine vielfältige Möglichkeit, Sachen darzustellen, auch in der Sprache. Ja. In welcher Sprache spreche ich zu dir? Mhm. Und du merkst jetzt, wie alles mit einem System zusammenhängen. Ja. Die Temperamentenlehre aus der Sicht auch die Humoralpathologie, ganz ein das ist wichtig, dieses Wort. Die Moral. 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 Das ist dieses wunderschöne Wort, wo ich so gesagt, wenn eine ständig rummosern. Ja. Schau, M-O-S-R. Ich habe jetzt hier M-O-S-R hingeschrieben. Moser. Das ist das hebräische Wort für Edik. Mhm. Die Edik, der du anhängst, eine Edik, die einseitig ist, ist unvollkommen. Eine Moral. Morales. Mhm. Die sind Traditionen. Ja. In dem Moment, wo du ein Moralist bist, der Einseitigkeiten versucht am Leben zu erhalten, der sich hundertprozentig sicher ist, dass seine Perspektive, seine Auslegung von der Tora, seine Auslegung vom Neuen Testament, vom Koran, von was auch immer, von den Upanishaden, das ist ein Angeber, weil er ständig angibt, was richtig ist oder verkehrt ist. Und im selben Moment ist er ein Ahnschwätzer, weil jeden Ahnschwätzer und ein Denunziant, der jeden denunziert, der nicht seiner vollkommen geistlosen, einseitigen Meinung vertritt. Ja. Yeah. Und alle tut er zurechtweisen. Mhm. Und die werde ich zurechtweisen. Ich kann jetzt nur wieder mit Ernst sagen, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du anfängst, dich für das heilige Ganze zu interessieren. Und das bist du selbst. So, und jetzt machen wir mal das blöde Zeug hier weg. Das war jetzt wirklich wahrlich genug. Mhm. Darum ist es immer wieder, was ist Heiligkeit? Der normale Mensch kennt das Wort heilig, er weiß aber nicht, was es bedeutet. Also ich spanne jetzt mal den Gedanken in dir auf. Bitte hör jetzt ganz, ganz genau zu. Das ist jetzt wichtig, ich wiederhole das nochmal. Ich habe das mit Sicherheit auf zig Selbstgesprächen schon gesagt. Ich erschaffe jetzt etwas, was die ganze Zeit nicht da ist. Ich rede mit dem Geist, der mich jetzt sprechen hört. Der Geist, der mich jetzt sprechen hört, ist nicht der, der vom Computer sitzt. Das ist was Ausgedachtes. Dein Körper existiert nur, wenn du an deinen Körper denkst. Genau. Und jetzt stelle ich dir, Geist, einmal eine Frage. Ich sage, Schnipp, hast du dich jetzt, während du aufmerksam zugehört hast, ich hoffe, dass du aufmerksam zugehört hast, hast du dich gesund oder krank fühlt?
Jetzt ist die erste Frage, ich gebe dir gleich die Antwort, hör einfach zu. Wie soll sich ein Körper finden, der nicht existiert, der kann sich gar nicht finden? Das heißt, du musst erst einmal an deinen Körper denken, um festzustellen, wie zum Beispiel, wenn du Kreuzschmerzen hast, wenn du jetzt aufmerksam zugehört hast, jetzt schau mal, ob du noch Kreuzschmerzen hast, wenn du da sitzt. Erst musst du dein Kreuz erschaffen und dann kannst du schauen, ob das gesund ist oder krank ist. Wenn ich dich jetzt frage, hast du dich gesund oder krank fühlt und du denkst jetzt an deinen Körper, hängt natürlich davon ab, was für ein Programm du laufen hast. Ich sage jetzt einmal, ich gehe mal davon aus, ich habe jetzt das Helene-Programm und wenn ich jetzt an meinen Körper denke, dann wirst deine normale Logik sagen, eigentlich habe ich mich gesund gefühlt, weil du jetzt an deinen Körper denkst und dein Körper jetzt keine Schmerzen hast. Also fühlst du dich gesund. Aber das ist das große Problem, damit entheiligst du dich, wenn du sagst, mein Körper ist gesund. Mhm. Weil dann ist er nicht krank. Wenn du an deinen Körper gar nicht denkst oder du denkst nicht an das Phänomen Gesund und Krankheit, Gesundheit oder Krankheit, bist du heil. Ja. Das heißt, es ist alles, was du nicht denkst, ist heil, bis du es denkst. Jetzt frage ich dich, hast du mit dem Körper geatmet? Jetzt wirst du sofort mit der Logik sagen, selbstverständlich, weil du konstruierst dir laufend deine Vergangenheit und du ja so felsenfest davon überzeugt bist, du bist ja hundertprozentig sicher, dass dein Körper und deine Augen und deine Ohren und dein Gehirn die ganze Zeit existiert haben, sonst hättest du ja dir dieses Video nicht anschauen können. Ich sage, du schaust ein Video mit Augen an, die du dir jetzt denkst, die ganze Zeit nicht da waren. Die haben nicht existiert. Mhm. Und zu glauben, dass die Augen oder dein Körper auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst, das Erste, was du wirklich zu verstehen hast, dass für dich Geist jeden Moment immer nur, immer nur das existiert in diesem Punkt, was du denkst oder was du anschaust. Mhm. Und wenn du nicht an deine Augen und deine Ohren, sondern an deinen Körper denkst, existiert der nicht. Also der Wahn, sich mit einem geistlos nachgeäfften Wissen von deinen Lehrern und Erziehern, die mir uns jetzt ausdenken und die übrigens dir nur das erzählt haben können, was du dir jetzt denkst, was sie dir angeblich in der Vergangenheit erzählt haben, die sind alle vollkommen unschuldig. Figuren in einem Traum sind vollkommen unschuldig, egal was einer in deinem Traum macht. Er kann sich nicht raussuchen, dass du das jetzt träumst und er das in deinem Traum, in deinem Kopfkino spricht. Und du als ausgedachter träumender Geist kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Ich nehme alle Schuld auf mich. Bist du schon ich? Mhm. Man muss den roten Bereich verstanden haben. Ich erschaffe mal wieder was. Ich sage, schnipp, war es jetzt die ganze Zeit hell oder dunkel? Jetzt schau, was deine Logik sagt. Du sollst dir nur bewusst machen, was dir dieser Schwamminhalt erklärt. Das könntest du vielleicht sagen, selbstverständlich war es die ganze Zeit hell, sonst hätte ich ja nichts gesehen. Aber hell gibt es nicht ohne dunkel. Wenn du dich jetzt zu dem machst, der du die ganze Zeit bist, der du immer bist, dieser ausgeschlossene Dritte, eine ausgedachte Synthese ist nicht das, was wirklich in dem Jenseits, in dem roten Bereich liegt. Und du denkst dir jetzt, dein Hell, wo kommt eigentlich dieser Glaube her, dass hell und dunkel sich chronologisch abwechseln, der basiert auf dem Glauben, dass du dich jetzt auf einer Erdkugel befindest, die sich um die Lichtquelle die Sonne herumdreht und um die eigene Achse herumdreht. Und ich sage immer wieder, sobald du dir das jetzt vorstellst, deine Erdkugel, wirst du feststellen, dass auf dieser Kugel, KGL, wie eine Welle, immer eine Seite hell und eine Seite dunkel ist. Das eine gibt es gar nicht ohne das andere. Wenn du die Lampe, die Sonne nämlich ausschaltest, waren beide Hälfte dunkel und wenn du die einschaltest, ist die, die der Lichtquelle zugewendet ist, hell. Und die andere Seite, die abgekehrt ist, ist finster. Mhm. Es spielt dabei keine Rolle, wenn du dir eine Lampe ins Zentrum denkst, ob die diese Kugel da rumkreist, dann ist die der Lichtquelle, der Sonne zugewendete Seite immer hell und die gegenüberliegende, die verkehrte Seite finster. Mhm. Oder wir sagen jetzt, die Kugel wird sich nicht um die Sonne rumdrehen, sondern um die eigene Achse drehen oder beides. Es bleibt eine Seite hell und eine Seite dunkel. Ja. Wie sieht jetzt das aus, wenn du denkst, du bist selber die Lichtquelle, die Sonne? Wir denken uns jetzt einmal die Sonne weg. Jetzt musst du wissen, dass du nur flächig siehst. Du hast eine Farbbrille auf. Du stellst dir jetzt eine Erdkugel vor, du wärst das Licht. Ich sage, du bist die Lampe im Projektor. Wenn du jetzt auf diese Kugel schaust, dann siehst du, dass die ganze Kugel hell ist. Jetzt sagst du logisch, da muss die gegenüberliegende Seite finster sein, weil die wird ja nicht beleuchtet. Ich sage, es gibt keine gegenüberliegende Seite, was du siehst immer nur Oberflächen. Dann ist die Kugel, das Innere hell und das Außen drumherum ist finster. Mhm. Nicht die Kehrseite, sondern das, was du immer als Gegenteil nennst, ist der Kontrast. Kontrast. Das ist nur deine Vorstellung vom dreidimensionalen Denken.
Und du wirst feststellen, ich drehe das in 16 Perspektiven, wenn du das willst. Du musst nur den Gedankengang mitgehen. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Aber kann eine Erdkugel, die von einem Scheinwerfer angestrahlt, von einer Sonne angestellt werden, existiert überhaupt, wenn du dir das nicht denkst? Haben wir nicht festgestellt, dass das Wort existieren, existere, heraustreten, aus- und auftauchen heißt? Ja. Dass es immer nur hier und jetzt, beroschet, inmitten deines Kopfes existiert. Das ist ein Symbol. Hm. Als Geistesfunk bist du ein träumender Geist mit einem peripheren Mittelpunkt. Und all die ganzen Geistesfunken befinden sich in meinem Kopf. Und ich behaupte, ich bin du. Jetzt können wir wieder das Spiel machen mit den Perspektiven, mein Wildbauzahlbeispiel. Mhm. Wenn dein Geist offen wird, wirst du feststellen, der Geist, es gibt nur einen Geist, es gibt nur einen Gott. Ja. Und versuche es nicht, wenn ich sage, das Wissen, das du jetzt übers Internet dich schlau machen kannst, was deine Menschheit da außen angeblich weiß. Das ist ein Gedanke von dir. Mhm. Das sind Kisten, wo du dir was reinlegst. Du musst irgendwann einmal den Mut haben zu begreifen, dass nichts und niemand, den du dir ausdenkst, anders sein kann, wie du in dir denkst. Egal, wo du dir den räumlich oder zeitlich hinlenkst. Es ist hundertprozentig sicher, er entsteht in dem Augenblick, wo du ihn denkst, hier und jetzt in deinem roten Kopf. Ja. Das wird nur Geist verstehen. Das heißt, wenn du jetzt auf der Brösel-Ebene, wir denken uns jetzt einmal den Brösel Udo aus, und den denken wir uns jetzt aus und den Brösel Helene aus. Ich könnte jetzt Namen, sage ich, sind Austauschbau. Innerhalb, ich sage immer, so ein ganz, ganz kleiner Kreis, die sich seit vielen, vielen Jahren, ein Vierteljahrhundert mit Holofeeling beschäftigt. Dass die jetzt einfach nur mal Ja sagen. Schau die Helene, das Pixelmännchen, nochmal symbolisch an, in einem tiefen Frieden ruhend und Ja. Das ist J-A, göttliche Schöpfung. Das Chat-Denken. Dieses kollektive Denken kannst du erst, wenn du so eine Kiste, deine eigene Kiste durchschaut hast, dann sag ich, mach dir jetzt erst einmal bewusst, wie du selber funktionierst, wie du reagierst. Dass ich immer wieder betone, es tauchen Bilder auf, du hast keinen Einfluss drauf als träumender Geist. Aber die sind vollkommen wertfrei. Sie sind Sinus, die sind Sinusöffnungen, die sind einfach nur jetzt in dem Moment Information, die sich ständig umformt. Qualitäten, jegliche Art von Qualität, schön, hässlich, gut, böse, richtig, verkehrt, entstehen durch das einseitige Wertesystem, mit dem du diesen Reizauslöser definierst. Die Wertesysteme, wieder wie ich das, die Schwamminhalte, die Programme, sind komplett austauschbar. Es sind Spiegelungen von Spiegelungen von Spiegelungen. Gehören irgendwie alle zusammen, aber wenn du nur einen zum Denken benutzt, hast du ein Problem. Mhm. Nämlich eine unvollkommene Vorstellung von irgendetwas. Dann hast du die Heiligkeit, die du immer bist, verlassen. Dass ich immer wieder betone, wenn das Angst macht, weil man meint, man könnte mit Wissen was erreichen, das ist so tief in der Struktur drin, so wie man glaubt, dass Geld einen am Leben erhält. Wer bestimmt es? Bestimmst du das oder der Intellekt, den du zum Denken benutzt? Mhm. Du wirst merken, dieses Ego ist so unendlich trügerisch. Und ich greife ja nichts an, wenn ich jetzt hier, wenn man heute Morgen, wenn wir in den Glauben reingehen, wenn du mal ganz wertvoll wirst, wenn du dich gelöst hast von diesen Programmierungen zu glauben, dass du zu den Bessern gehörst, ob das ein Glauben ist. Ich denke jetzt ganz im Jüdischen, ich sage ganz bewusst, ich rede hier zu dir auf eine Art und Weise, dass du Geist, wenn ich in dir auftauche, hast du ein Grundprogramm, das ist jetzt erst einmal geprägt aus dieser abrahamischen Lehre, aus Tenach. Das Christentum gehört dazu mit allen christlichen Strömungen. Die Moslems kann dazu mit allen muslimischen Strömungen und das Judentum kann dazu mit allen jüdischen Strömungen. Die haben ja auch verschiedene Strömungen. Mhm. Dass ich in dieser Art und Weise spreche, wir können das Buddhisten oder Hinduismus, haben wir dasselbe große Problem, würde ich andere Beispiele bringen. Und dass hier du zuerst einmal die Entmündigung hast, wenn du in irgendeiner Art von Gruppierung drin hängst, selbst wenn ich jetzt sage, das ganze Judentum. Die Traditionen, die Figuren in deinem Traum machen, ist Unfreiheit. Ob du dich uniformierst, indem du dich ansiehst, indem du deine Defilim anlegst und dich an die Klagemauer hinstellst und diesen da machst, oder ob du dich in buddhistisches Kloster in eine dunkle Kammer zurückziehst und von morgens bis abends Hare Krishna oder sonst irgendwelche Gebetsformen vor dich hinmurmelst wie eine Maschine, das hat mit geistigem Erkennen von Religion, von Rückführung, Religio, zu sich selbst, zu dem, was du bist, überhaupt nichts zu tun. Ich spreche jetzt von Gedanken, die von dir gedacht waren, aufgrund dieser Worte, die du jetzt hörst.
Diese Worte, die du jetzt hörst, die kommen aus dir, weil du jetzt träumst. Und das erschüttert uns erst einmal. Und ich sage aber jetzt überhaupt keine Angst, du lässt dein Leben ganz normal weiterlaufen, du wirst bloß neugierig. Du wirst immer mehr neugierig auf das, was du selbst bist. Und du hörst auf, Schutzzuweisungen zu machen. Dieser Satz, wenn ich sage, ich verfüge über das Bewusstsein, dass nichts und niemanden, was ich mir jetzt denke, ob das Menschen sind oder Maschinen, ob es ein Verbrennungsmotor ist oder Fernseher oder Computer, dass ich denen vorwerfe, dass die jetzt sind, sie sind, weil ich sie denke, und dass sie genauso sind oder genauso funktionieren, wie ich mich denke. Die können gar nicht anders sein. Ein menschlicher Körper kann nicht anders funktionieren, wie ich mir das denke, dass er funktioniert. Jetzt werde ich natürlich feststellen, wenn ich jetzt Medizin studiert habe, kann ich da mehr drüber sagen. Wenn ich es nicht studiert habe, dann sage ich, da brauche ich jetzt wieder die Ärzte, die wissen das ja. Die Ärzte, die du dir jetzt ausdenkst, die werden das wissen, was du träumst. Und das suchst du dir nicht raus, das ist auf deinen Schwamm drauf. Das sagt wesentlich mehr über deinen kollektiven Glauben aus, wen du Vertrauen schenkst oder kein Vertrauen schenkst. Und da ist es wurscht, um was es geht. Dass ich immer wieder betone, du bist zurzeit in einer Matrix, in einem Videospiel. Du könntest sogar, wenn du dein Programm veränderst, sogar die Naturgesetze verändern. Ohne große Schwierigkeiten. Und es wäre für dich dann vollkommen normal. Meine einfachen Beispiele sind immer jetzt das Smartphone. Ich sage, was vor wenigen Jahren für uns Ältere jetzt ausgedacht ein Naturwunder gewesen wäre. Ich fange da nicht nochmal an, hört ihr das an? Ich wiederhole das immer wieder. Man hört es. Dass die Welt so normal ist, wenn ich sage 76, die große Disco-Zeit wie losgegangen ist, da hat es in Deutschland praktisch keine Handys gegeben. Es hat in normalen Firmen und Betrieben keine Computer gegeben. Das ist so unvorstellbar. Das ist dieser Satz, ja ohne Computer würde es ja gar nicht mehr gehen, ohne Handys, was wäre jetzt, was würde passieren, wenn es weg wäre? Ist ja das, was du dir denkst? Genau. Aber bestimmst du dann, was du denkst, was passieren wird? Es wird genauso sein, selbsterfüllende Prophezeiungen. Du hast keine Vorstellung, welche Macht du jetzt schon hast oder hättest. Ich will mich natürlich immer wieder einmischen, wenn du es zu wild treibst. Du sollst gar nichts mehr wollen. Ja. Wenn du so denkst, wie Gott denkt, wenn du nur noch das willst, was Gott will, wenn du so liebst, wie Gott liebt, was unterscheidet dich dann eigentlich noch von dem Heiligen Ganzen? Ja. Gott liebt all seine Facetten, das bedeutet Holophilie. Die Heiligung kriegst du nicht, indem du Feindbilder, meine Bastelstückchen, indem du irgendwas anders haben willst, wie es in dir auftaucht, das ist die Entheiligung. Ist es so schwer, einverstanden zu sein? Ich habe so oft gesagt, dann habe ich da manche, man kann doch nicht alles lieben. Und ich lächle und sage, wer bestimmt das jetzt? Da muss doch einer sein, der das bestimmt, dass das nicht geht. Das ist dein Ego. Etwas einfach geschehen zu lassen, hat nichts mit Wissen zu tun, sondern mit Bewusstsein. Ja. Auch was man selber denkt und wie man urteilt, du musst dich nicht einmal einmischen. Die Verwandlung, die wirkliche Verwandlung, die geistige Weiterentwicklung passiert in dem Moment, wo du nicht mehr der bist, der denkt und seine Gedanken anschaut, weil der denkt und seine Gedanken anschaut, ist jetzt etwas Ausgedachtes von dir. Sondern dass du der wirst, der beobachtet, wie dein ausgedachter Denker, den du ich nennst, dein blaues Ich, sich ständig Sachen denkt und die einseitig urteilt und richtet. Nur Einseitigkeiten anstrebt. Ständige Selbstentheilung. Holophilie ist ein Heilungsprozess, in dem er all diese Facetten auf eine arithmetische Art und Weise wieder zu was vollkommen Neuem macht. Zu einer absoluten Harmonie, zu UB. So, jetzt lassen wir es aber gut sein. Danke. Noch Fragen? Noch Fragen? Nee. Alles. Ich sage auch immer wieder, dass hier gerade in dem Ganzen, wenn ich sage Christ, damit es gerade noch einfällt, ich sage dann, welcher Christ? Du bist kein Christ, du hast von Christentum keine Ahnung, sonst würdest du deine Feinde lieben. Ja. Und umso christlicher, das ist ja das Schizophrene, die gespaltene Bewusstsein, umso mehr du in dem Wahn lebst, zu der guten Seite zu gehören, umso mehr Feindbilder trägst du mit dir rum. Weil umso größer die Höhe wird, umso größer wird die Finsternis. Gestohlen. So ist. Von dem ich weiß, dass ich nichts weiß, keine Spur, das führt dich in die Mitte, das Nichtwissen zum Nichts. Wenn du Moslems bist, dann frage ich dich, was für einer? Dasselbe in Grün, du bist auch kein Moslem. Da können wir jetzt wieder aufzählen, bist du Schiit oder Sunnit? Gibt es ja genauso viele Strömungen. Interessant ist, wenn ich jetzt sage, oder bist du ein Bahai oder ein Sufi? Das sind natürlich auch
ausgedachte Sachen. Aber Baha'i, das heißt im Nichts. Der Sufi ist Sub. Da haben wir schon in dem Koran, wenn du die Sufi-Lehre, wenn du ein wirklicher Sufi bist oder ein Baha'i bist, bist du Liebe. Ja. Aber die, die du dir wieder ausdenkst, was du feststellst, die sind die meiste, die Masse. Was ausgedacht ist, werde ich sowieso nicht verstehen. Mhm. Oder bist du ein Buddhist? Sag ich, was für einer. Du weißt, wie oft ich erzähle, der Buddhisten essen kein Fleisch. Ich sage, du, was sprichst du für einen Blödsinn? Dann gehen wir nach Thailand. Ja. Immer Sekten, Sekten, Sekten. Ja. Das gilt für politische Parteien. Es ist immer wieder dasselbe Spiel. Das heißt, du darfst in deiner Rolle selbstverständlich deine Religion komplett weiterführen. Alles, dein Leben, deine Ehe, deine Kinder, egal was es ist. Aber darum geht es in Holophilie. Wer erlebt es? Wer liest dieses Lebensbuch? Wer liest jetzt? Wer schaut sich jetzt diese DVD an? Mhm. Das jetzt eigentlich kein Film in Einzelbilder ist, sondern ein extremer Komplex eines Videospiels, einer Matrix, wo ich jetzt so, da ist alles ganz anders aufgebaut. Das ist eine ganz andere Struktur, die übrigens bekannt ist in der Wissenschaft. Ich kann dir das zeigen, wie das programmiert ist. Ein komplett anderes Denk. Ich mache immer gerne mein Fußballspiel-DVD. Eine DVD mit demselben Speicherplatz wie eine normale DVD mit Einzelbildern, wo ein Film drauf ist, wo man zwei Fußballspiele draufkriegt. Mhm. Wo zwei Spiele zeitlich nacheinander draufpassen, wenn ich das als Pixelbilder, Einzelbilder nehme, die ich auch vor- und zurückspulen kann, aber die Bilder immer dieselbe Perspektive darstellen. Ja. Jetzt mache ich ja DVD in einen Computer rein, wo hier meinetwegen FIFA, dieses Videospiel Fußball drauf ist. Mhm. Und dann kannst du aus dieser DVD jetzt als Pixelmännchen unendlich viele Fußballspiele herausgenerieren, wo so wie jetzt normal gedacht jedes Fußballspiel rein zufällig, je nach Können der Spieler abläuft, aber jedes Spiel prinzipiell anders ist. Selbst wenn die zwei selben Mannschaften hintereinander zweimal spielen, ist es zweimal komplett anderer Ablauf, kann ich jetzt aus derselben DVD unendlich viele Fußballspiele rausgenerieren, wo jedes Spiel vollkommen neu ist, obwohl ich dieselbe Datenmenge habe. Ja. Und was jetzt der Hammer ist, ich kann jede einzelne Szene aus jeder Perspektive, die Kamera sogar hin und her schieben, wo ich mich hinzoomen will. Selbst das ist möglich mit dieser Struktur. Das kommt jetzt der Wirklichkeit der göttlichen Schöpfungsmatrix schon wesentlich näher. Und das ist im Wissen Programmierer, die nur das studieren, die wissen das, aber die wissen vom Rest nicht. Das ist das, was ich für Idioten nenne. Und was natürlich jetzt die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, wie ich das nenne, die sind unheimlich wichtig in der Medizin. Mhm. Ich muss da ganz, ganz kurz nochmal drauf eingehen, und zwar mache ich jetzt aktuell eine Heute-Show im ZDF, das ja die letzte Zeit immer mehr Mainstream-mäßig geworden ist, und jetzt in der letzten Sendung war was sehr, sehr Eigenartiges. Und zwar ist es gegangen, habe ich angesprochen gehabt, um diesen Skandal in der katholischen Kirche in Köln, dass dieser Bischof, dass die nur vertuschen, obwohl sie sagen, sie wollen alles offenlegen, es war noch nie anders und ich setze jetzt diese katholische Kirche oder diesen Bischof, die katholische Kirche ist nur Machthaber. Ich kritisiere nicht, das ist das, was ist. Es ist so programmiert, es ist ein Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, den du zu erkennen hast. Dasselbe kannst du jetzt jede politische Partei nehmen, egal um was es geht. Es sind Krankheitenerzeuger, es sind die Schulmedizin. Da wird jetzt angesprochen hier in einem kleinen, in einem Sketch, wo hier einer so eine Art Mose macht, einen Prediger macht und er sagt, hört auf, die katholische Kirche reformieren zu wollen. Letzte Heute-Show, jetzt aktuell müsste es das Datum her so. Mhm. Vorige Woche, vorigen Freitag war das. Hört auf, die katholische Kirche reformieren zu wollen, das ist vollkommen unmöglich. Aber er schiebt dann noch mit rein, er sagt, hört auf, die katholische Kirche, und ich sage jetzt irgendeine Partei, um was er sagt, oder die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten reformieren zu wollen. Das ist unterschwellig. Es sind Glaubenssysteme, die von dir ausgedacht werden, die einseitig sind, die Einseitigkeit predigen. Und ich sage jetzt als der, der ich bin, nicht als Udo oder als Lautsprecher, die Welt, die du um zurzeit in deiner Führerscheinprüfungsbogen-Traumwelt um dich herum hast, diese demokratische Welt ist mittlerweile absolut auf dem Punkt reiner Faschismus wie in der Nazizeit. Mhm. Und ich sage jetzt als vollkommen wertfreier Beobachter, der weder mit den einen Seiten noch mit den anderen Seiten sympathisiert. Ich leide nicht an einer Einseitigkeit. Es ist reiner Faschismus, eine Demokratie, dass wenn du jetzt in eine Zeitung reinschaust, wenn jetzt wieder normal gedacht irgendein normaler Mensch, ob du
ein bisschen in der Öffentlichkeit stehst, ob du Fußballer bist, ob du irgendeine, wenn öffentlich bekannte Person bist, wenn du es nur wagst, ansatzweise einen Hauch gegen Corona zu sorgen, wirst du gesellschaftlich von den Medien vernichtet. Das ist das, was ist. Und warum das Ganze? Erinnere dich an unser Gespräch hier und jetzt, was ich dir gesagt habe mit den Bevölkerungszahlen, das wir nicht aufgenommen haben. Dass die reinen Zahlen, die offiziellen Zahlen eindeutig beweisen, dass von den letzten 9 Jahren, wenn man wirklich alles beachtet, nicht nur oberflächliche Kurve anschaut, wie viele sind denn dieses Monat gestorben? Wenn man die dahinterliegende Gesamtbevölkerungszahl und das Durchschnittsalter pro Monat beachtet, ist von den letzten 9 Jahren 2020 am zweitwenigsten, es hat nur ein Jahr gegeben, wo mehr gestorben sind wie weniger gestorben sind wie 2020. Aber 8 Jahre, 7 Jahre vorher haben alle mehr Todesfälle gehabt. Wo ist die Pandemie? Wo ist er? In deinem Kopf, wenn du sie denkst. Genau. Die Antwort, Kategorie 3 Fragen sind so einfach. Ich betone immer wieder, stell keine Kategorie 1 Fragen nach irgendwas Bestimmten. Gut, es taucht dann auf. Solange du die Antwort nicht weißt und wenn du eine Frage stellst, willst du immer Einseitigkeit wissen. Irgendwas Spezielles, was Bestimmtes. Kategorie 2 Fragen ist, du willst, ist es richtig oder verkehrt, ist es gut oder böse. Schon das ist Entheiligung, weil du die Welle nur einseitig anschaust. Ist es jetzt hell oder dunkel? Das ist eine Kategorie 2 Frage, du sagst hell. Nein, ich sage, es ist im selben Moment der Fehler. Der Witz ist, dass du schauen hin immer bloß die Seite oder die siehst, was in dir auftaucht, aber die andere ist im Hintergrund. Es gibt ohne das Teil nämlich keinen Balch. Es gibt ohne Finster kein Dunkel. Du schaust immer nur eine Seite an. Das ist unser Drehen. Das chronologische Nacheinander ist gleichzeitig. Lang und breit erklärt. Das Prinzip lehre ich dir mit Rudolf Willing. Das heißt, wir vervollkommnen und machen mit Einseitigkeit. Und genauso ist es mit dem ganzen Denken. Und du verwirklichst deinen Glauben, ich kann es nicht oft genug sagen, alles, was jetzt dein Programm dir vorschreibt, dass da außen auch dann existiert, wenn du nicht dran denkst, was schon vollkommener geistloser Blödsinn ist, wenn du jetzt träumst, kannst du realisieren auf die Verabredung. Das heißt, würdest du jetzt, dass die Krankenhäuser voll sind und dass so viele Menschen sterben, das ist jetzt, hast du mal, behaupte ich einmal, hängt wieder von deinem Schwamminhalt ab, aber jetzt der Masse jetzt, wo ich sage, hast du damit nichts zu tun, weil du weder im Krankenhaus bist noch sonst was, du kennst es aus Medien und Persien. Ja. Wenn du jetzt dasselbe überprüfen willst, mein Hühnerfarmbeispiel, wo ich vor vielen hier und jetzt gedachten Jahren Schlaf wiederholen, lernen, dargelegt habe, wenn du losmarschierst und du willst einmal deine eigene Meinung bilden, kriegst du bloß das auf der Verabredung zu sehen, was du im tiefsten Innern glaubst. Ja. Weil wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und ich sage, wenn jetzt diese Worte irgendwie, wenn du in Ansätzen resonierst, Angst davor hast, hast du nichts verstanden. Ja. Dann bist du schon wieder einseitig. Mhm. Den Frieden, ich kann jetzt nur jetzt wieder, ich blende jetzt zurück im Gedanken, ich habe gestern hier und jetzt gedacht, Gequadrat ist ein Stern. Das ist ein Geistesfunk. Mit einem Geistesfunk mir gesprochen, den nenne ich jetzt einmal Helene. Und da hat man das Thema eben mit deinem Toni. Ich mache jetzt in meinen Worten, wo du noch so schön gesagt hast, dass ich jetzt eigentlich verstehe, dass es unbedingt nötig war, dass der Toni gestorben ist, weil du trittst wie ein Hamster in einen Laufrad. Und ich spreche im selben Moment mit Toni und der Toni, weil ihr schon immer ein Wort und der Toni sagt jetzt zu mir, das war unheimlich in seiner, wo die Helene gestorben ist, der auch noch da ist, in seinem Traum, da ist die Helene gestorben, der sagt zu mir, es ist unnötig gewesen, dass er weg ist, weil es kann sich nichts weiterentwickeln, es muss sich der Säugling auflösen und ein Schulkind werden. Ja. Und der Säugling muss sich auflösen, das Schulkind, dass er pubertieren wird, dass er erwachsen wird und auch der Körper, egal wie du dich jetzt setzt, muss sich dann am Ende, wenn du ein Kreis geworden bist, ein bewusster G-Reis, G steht für Geist, Rei steht für den Kopf des Schöpfergottes und S steht für Bewusstsein. Der Geist im Kopf, der Kopf des Schöpfergottes ist das reine Bewusstsein. Wenn du ein Kreis geworden bist, weil du Holofeeling verstanden hast, erkennst du, dass du schon im Meer dieser Geist im Kopf des Schöpfergottes warst. Jetzt ist es ja so, dass dieses Gaia, griechisch, das habe ich, die haben gesagt, was sagt der da? Gei, wir haben mit dem Ei begonnen.
Der Geist des Schöpfergottes, was ja die Erde ist, im Griechischen. Ja. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Er frisst diesen Körper, diesen sterblichen Körper auf. Und das ist jetzt, ich sage, jeder Mensch ist ein Samenfäckchen, den du dir ausdenkst, ist ein Samenfäckchen Gottes, wenn er eins wird mit dem Ei, mit dem Geist des Schöpfergottes, mit dem Nichts. In dem Moment, wo du erkennst, was du bist, sage ich nicht als Udo immer zu dir in deinem Traum, als bloße von dir ausgedachte Traumfigur jetzt, als Gedanke. Ich erkläre dir, was du bist und ganz, ganz grob, wie du funktionierst. Und das ist ein intimes In-Time, ein wundervolles Spiel, das alles absolut verändern wird. Und es kann jetzt schon sein, obwohl es nicht ist. Ja, ja. Indem du dich anfängst zu beobachten als Geist, dein Wertesystem, deine Rolle, was du magst, was passiert. Und immer daran denken, jedes Bild, das in dir auftaucht, ist das dann mal ein Reizauslöser, aber nicht nur. Es ist im selben Moment auch eine Reaktion. Das ist ohne Anfang und Ende. Mein Beispiel mit Hunger. Ich habe einen Hunger. Ein Gefühl, ich habe einen Hunger. Das ist die Reaktion dieser Gedanke. Jetzt muss ich natürlich immer wieder schon Zeitfenster aufmachen. Im Jetzt sieht es ganz anders aus. Und sobald du dann denkst, ich habe einen Hunger, du bist ja der, der das hört, dass du das sprichst, ist das auch wieder ein Reizauslöser für den nächsten Gedanken, ich muss mal ein Brot machen. Dann sage ich, du Depp, du kannst da kein Brot machen, das bist du doch schon. Jetzt muss man natürlich wissen, was Brot heißt. Das ist ja hier, dieses Brot ist das Lächeln. Machen wir ganz kurz nochmal an. Beet, Lächeln, das Haus des Brotes. Okay, dann bist du mir ganz nah. Was jetzt natürlich ganz wichtig ist, dass das auch hier die Eingeweiden, das sind jetzt die von der Itzhak-Luria-Akademie, das ist alles richtig, was da durchsteht, das Fleisch, Fle, das Wunder, die Gestaltwerdung, rückwärts gelesen, Shi, Elef. Mhm. Das Geschenk von Gott ist das Wunder der Gestaltwerdung. Nehmet hin, das ist mein Fleisch und esst eh, seid es selbst. Und schau, im Roten, Brote, die Schaubrote, schau in den Roten hinein. Ich sage, beobachte dich selber, du kannst immer nur in den Roten hineinschauen. Das ist das Brot, das Angesicht, das Panim Penim, dieses Gesicht, die geistige Sicht, ist in deinem Innern. Ja. Aber wenn mir das jetzt rum, die tausche die Zeichen, wechsel die Zeichen aus, dann kriegst du Cholam. Was passiert, wenn du in dein Inneres reinschaust? Schau. Ja. Dann fängst du an zu träumen. Im Roten, B-Rot, ich kann jetzt das Spiel, habe ich zigfach gezeigt. Ein Wunderwerk, ein göttliches Wunderwerk der Sprache. Ich erzähle dir was und ein ewiges Spiel der Zahlen. Infinitus. Infinitus, Berge, Berge, etc. pp. Das größte Geschenk, das dir das Leben machen kann, ist Holofil. Ja. Ja, danke. Und du wirst jetzt schmunzeln und dich drüber herziehen. Es sind einfach nur, du musst dich nicht aufregen, es sind einfach nur Figuren in deinem Traum, wo du bloß noch mit einem Lächeln des Buddhas quittierst. Es ist ein Spiel, man spielt es mit sich allein. Ich kann nur den Geist wach machen, der träumt, das bist du. Ja. Und du hast eine komplett eigenständige Traumwelt, die du mit deinem Wissen, mit einem Programm aufbaust, das du dir nicht raussuchen konntest. Das ist meine Führerscheinprüfungsbogen-Traumwelt. Und ich finde, das musste ja endlich einmal gesagt werden. Ja. Jetzt lassen wir es gut sein. Also spiel noch eine Runde Leben, erfreu dich dran und hör auf, von irgendwas Angst zu haben. Ja. Du fürchtest dich doch auch nicht von einem spannenden Krimi. Nein. Der macht doch Freude. Wie oft sitzt der Udo da als Brösel in deinem Kopf und sagt, ich freue mich schon heute um das spannende Film. Ja. Das Ganze, es wird alles so leicht. Es ist auch, wenn ich sage, du musst nirgends eintreten und austreten, wenn ich jetzt auch das mit der Wahn meiner Religion, meines Glaubens, meiner Lehre bewusst werde, du kannst die nicht erreichen. Mhm. Ganz, 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 ganz wenige, die auf Holofeeling ansprechen. Und das, wenn immer etwas mehr werden, sobald du es zu verstehen anfängst, spiegeln sich ganz wenige aus dir heraus. Yeah. Die Donis, die Fettings, die Ritters, die Redos, aber die sind so unscheinbare Brüssel im Hintergrund. Und dann wirst du zu einem Arbeiter Gottes. Ich glaube nicht an Gott, ich arbeite für ihn.
Du weißt, wenn ich immer wieder darauf eingehe, als Udo selber, ich habe noch nie versucht, eine Sektgruppe aufzumachen. Ich habe keine Internetseite, noch nie eine gehabt. Ich habe noch nie als Udo zu jemandem gesagt, er soll eine Internetseite machen. Als Chef schon. Dann bist du getrieben als normaler Mensch und hast irgendwie das Bedürfnis, das zu machen, was jetzt Ardo oder Diana macht oder. Das ist, ich hab die Fäden in der Hand. Ich halte alle Fäden in der Hand. Ich lasse dich aber die meiste Zeit selber dran ziehen. Immer dran denken, du bist der Richter über alles und jeden. Es wird für dich immer jeder Augenblick genauso sein, wie du ihn denkst und wie du ihn qualitativ bewertest. Und deine qualitativen Bewertungen, die zwanghaft in dir ablaufen aufgrund dieses Programms, wo du bis dato meine Meinung genannt hast. Ich sage immer wieder, du Geist hast noch keine eigene Meinung. Die Meinung, die du zurzeit vertrittst, ist die Meinung deiner Lehrer, deiner Erziehung, deiner Umfeld. Ein Schwamminhalt. Und ich nenne das ist ein reiner, so extrem fehlerhafter Führerscheinprüfungsbogen. Und immer dran denken, Fehler heißt nicht, dass da was nicht stimmt oder falsch ist. Es fehlt was zur Vollkommenheit. Ja. Darauf weise ich dich bei Follow Feeling her, dieses, das ist Liebe deine Feinde, das ist nämlich, was du bekämpfst, was fehlt, was du zur Einigung brauchst. Heiligkeit ist dann der Fall, wenn du begreifst, dass alles, was sich widerspricht, auf einer höheren Ebene was vollkommen Neues ergibt. Okay. Danke, danke. Ich liebe dich. Dido.